Willkommen zurück zu Potioncraft. Was steht denn hier an? Ich glaube, letztes Mal haben wir nur den Garten abgeerntet. Weil es mal so einen Spaß macht, dass ich das am Ende noch mache. Da warten ein paar Leute und ich will mal idealerweise einen Teil von der Alchemiemaschine, fertig bekommen. Das ist ja doch mal was. So großzügig sind wir nicht mit Ressourcen ausgestattet. Naja, schauen wir mal. Was will der denn? Ein Heiltrank. Die immer mit ihren Heiltränken. Die Heiltränke, die nichts bringen. Also jetzt geldmäßig. Ich habe jetzt aber neue Seiten mal gekauft. Kann ich irgendwie gespeichert halten. Die habe ich jetzt da nicht reingenommen, weil der relativ leicht und schnell nachzubauen ist. So. Ursprünglich brauchte ich drei Zutaten. Halt eine Wasserblüte und zwei Terraria, weil es sonst einfach nicht gereicht hat. Aber mit dem Sumpferich. Müsste das auch hinkommen. Sumpferich und Terraria. Kommt auch an, wie weit man da nach unten. Ich nehme erstmal den Sumpferich und fahre da rüber, dann gucken wir mal weiter. Guck mal, verschiedene Möglichkeiten, den Heiltrank zuzubereiten. Die Leute wissen das aber gar nicht zu schätzen. Ja, das Problem ist, dass ganz passt das auch nicht, ne? Weil das dann zu weit oben ist und dann macht es diesen Bogen nach links und selbst mit der Verdünnung komme ich da nicht gut hin. Der Sumpferich nochmal geht nicht. Das geht. Der Koboldpilz, habe ich 7 von. Ist eigentlich wahrscheinlich zu teuer. Naja. So, einfach mal ein bisschen matschen. So. Da müssen wir noch ein bisschen rühren. Und man sieht sogar die Linie da. Ist mir irgendwie so genau noch gar nicht aufgefallen, aber es ist auch, weil es gerade da so perfekt passt. Ah, guck, ich muss nicht nochmal rühren. Sogar. So. Speichern, fertigstellen. Da brauchen wir auch nichts jetzt irgendwie noch an der Flasche enden oder so für so einen billigen Heiltrank. Die bezahlen ja eh immer nichts. 37. Ups, was war das? Bisschen was rausgeholt nach dem Start. Gar nicht mehr beim Falschen. Gar keine Falsch-Skills mehr. Der Besitzer der nahegelegenen Taverne schickt mich. Er braucht einen Trank, der Wasser in Eis verwandeln kann. Eis aus den Bergen zu kaufen ist sehr teuer. Unsere Gäste lieben kaltes Bier und Ale. Natürlich auch frisch gezapftes Bier. Ihr sollt mir lieber mal ordentlich was bezahlen. Das wäre mir wichtiger. Ja, immerhin eine Wasserblüte. 3 Stück. Gucken, wie teuer eine Wasserblüte ist. 3 Wasserblüten, ja, so. Also 4. Hm. 72, ja gut, aber wir holen immer noch ein bisschen mehr raus. Aber viel mehr als 16 pro Zutat darf ich ja nicht bezahlen. Ich habe Beeren in meinem Garten gepflanzt. Jetzt kann ich nicht mehr erwarten, dass die Wachs und Früchte tragen. Ah, hoffentlich habe ich den gespeichert. Den, da ist er. Der, achso, starker, schnelles Wachstum. Das habe ich bloß mitgenommen. Boah, ist das teuer. 3 Terraria. Insgesamt 6 Zutaten. Ich glaube nicht, dass man den
viel billiger machen kann. Ich habe das nur auf dem Weg irgendwie noch mitgenommen. Und bis wahrscheinlich 1, 2, 3, 4 mit 4 Zutaten vielleicht. 5 Zutaten. Ja, selbst so. 1, 2. Das Blöde ist, mit dem landet man halt dann mitten in dem Knochenhaufen. Man müsste eh dann irgendwie so einmal außen rum gehen. Von einer Zutat habe ich auch gar nicht so viel. So viel würde man nicht sparen, glaube ich. Man bräuchte mindestens 2 davon, 3, 5, 3, 4. Vielleicht könnte ich mit 5 Zutaten hinkommen statt 6. Aber 6 Zutaten sind natürlich schon eine Hausnummer. Boah, na, was ist das? Müsste eigentlich mindestens 20 Gold pro Zutat irgendwie einnehmen. Das werde ich nicht schaffen. 120 Gold komme ich nicht mit falschen. Und 9. Immerhin nah dran, aber das ist schon nicht so toll. Was tut ihr eigentlich, wenn ihr nicht gerade Pilze sammelt? Ich entspanne mich. Das wäre mein Plan. Ich sitze in meiner Waldhütte, trinke Pilztee, das glaube ich. Schreibe mal meine Memoiren. Manchmal gehe ich spazieren und fütter die Eichhörnchen. Schwefelregal, das ist ziemlich gut. Da haben wir auch nicht so viel von. Ich kaufe mal alles an Schwefelregal. Die Sachen sind mir alle viel zu teuer. 18 ist ein guter Preis. Das ist tatsächlich auch ein sehr... das ist eine gute Zutat. Die kann man wirklich gut gebrauchen. Aber selbst das ist eine Zutat im Angebot. Wie viel kaufe ich? 13, ja. Bezahle ich trotzdem jetzt noch um die 12, 13 pro Zutat. Mein Mann hat mich vor kurzem für eine andere Frau verlassen. Ich habe schließlich ihr lauschiges Liebesnest gefunden. Ich kann nicht zulassen, dass er mit einer anderen glücklich wird. Ich will, dass er das Feuer meiner Eifersucht spürt. Ich will, dass ihr zu Hause und ihre Gefühle in Flammen aufgehen. Ja, ich glaube... das geht mir doch ein bisschen zu weit. Tschüss. Alchemist, ich brauche einen Trank, der mir Kraft gibt und mich in einen Kampfrausch versetzt. Ah! Berserker. Hier in der schönen Flasche. 159. Gut, der bezahlt mal wenigstens dafür. Aber der war auch nicht billig. Wie viele Zutaten brauchte der? 8 Zutaten. Das kommt bis an die Grenze von dem... Der lohnt sich tatsächlich schon ein bisschen mehr. Der ist gar nicht schlecht. Das ist doch mal ein Trank hier und ein Kunde. 200, jawohl. Guck, danke, guter Kunde, bis dann. Meine Kinder können nachts nicht schlafen. Sie haben ständig Angst vor Monstern vor dem Fenster oder unter dem Bett. Hast du einen Schlaftrunk für die Kleinen? Bestimmt haben wir einen Schlaftrunk. Was braucht er? 2 Eisfrucht. 2 Sumpferich. Schau, dass man hier nicht gleich sieht, wie viel man davon noch hat. Eisfrüchte habe ich relativ viel gekauft. Sumpferich habe ich noch 9. Ich will auch ganz schön wenig bezahlen dafür. Geht's dir gut, Alchemist? Keiner hat dich mit einem Fluch belegt? Lacht. Ja, sehr, sehr witzig. Ich bin heute ziemlich müde, selbst das Lachen ist eine Last. Du verstehst, Zauberei ist harte Arbeit. Hast du zufällig einen Trank, der Mana auffüllt? Wer könnte mich denn mit einem Fluch belegen? Es gibt viele. Ich bin nicht die einzige Zauberin in dieser Gegend. Okay. Mana-Trunk. Ja, Mana-Trunk kann ich ja machen.
Den habe ich, glaube ich, nicht mehr gespeichert, oder? Nee, das Symbol. Da ist es. Dann machen wir einen neuen. Können wir auch ein bisschen Zeug wieder einsammeln. Das ist die Sache, wenn man die Tränke nur so zusammenklickt, dann sammelt man gar keine Erfahrungspunkte ein, ne? Nur fällt mir so mal nebenbei auf. Okay, mit dem Hexenpilz kommen wir da noch drin. Können wir mit zwei Hexenpilzen hinkommen? Das ist für meinen Tag gar nicht schlecht. Man will relativ wenig Bücher einsammeln. Aber ich muss ja ein bisschen auf meine Ressourcen achten. Ich kann ja nicht nur im Kreis fahren für Bücher. Das könnte hinkommen, oder? Schauen wir mal. So, schön Hexenpilz. Einfach zweimal Hexenpilz. Guter Trank. Ach komm, das Buch hätte ich noch mitnehmen können. Müsste reichen, weil wir dann von da oben mit der Verdünnung auch wieder hinkommen. Gibt es noch was anderes, was in Frage kommt? Ich glaube nicht. Nee. Zweimal Hexenpilz, it is. Okay, müssen wir schon mal ein bisschen drauf achten. Ich glaube, ich kann noch minimal rühren. Aber es könnte auch einfach so passen. Sieht eigentlich gut aus. Nicht zu viel. Ganz vorsichtig. Sehr gut. Da haben wir den starken Mana-Trank. Mana-Trank. Mana-Trank kommt in so einer schlankeren Flasche. Ja, in so eine. Und hat dann. So ein Zeichen, so ein Etikett. Ich glaube, bei Blau belassen wir es aber. Wo der Trank ist blau, da muss eigentlich ja nicht auch noch das. Guck mal, ich könnte die Stellen noch unterschiedlich machen. Das ist aber alles zu fancy dann. Dann lassen wir es schon so. Nee, das ist okay. Speichern, fertigstellen. Hier. Der ist gut, ne? Aber 75. Der lohnt sich ja tatsächlich einigermaßen. Ich habe nur zwei Hexenpilze verbraucht. Ich glaube, die waren nicht so teuer. Glaube ich, überhaupt gekauft. Tag schon vorbei, zumindest von den Kunden her. Aber wenn er jetzt nicht direkt als erstes kommt, könnten wir tatsächlich mal genug Geld für ein Bauteil für die Alchemiemaschine zusammenbekommen. Das wäre auch mal was. Okay, das kann man auch gut gebrauchen. Das sind die Standardkräuter. Terraria, Wasserblüte. Und den hatten wir schon. Oh, hatte ich gar keinen mehr von dem Seltsamling. Der erstmal wieder. Der will mir wieder Edelsteine verticken. Ist das nicht schwer für dich, alles zu tragen? Oder ist er so kräftig? Nein, sagt er. Okay. Okay. Feuerzitrin. Habe ich noch nicht. Ne? Ich glaube, ich kaufe mir einen. Das ist auch mir zu teuer. Da haben wir mal einen. Vielleicht braucht man den irgendwann mal. Vielleicht ist der irgendwann genau perfekt. So regelmäßig einsetzen will ich die nicht. Aber um die Map zu erkunden, sind die vielleicht manchmal ganz gut, ne? Die sind schon ganz geil. Für einen Fuffi nehme
nämlich das. Der Angler schon wieder. Ich habe den Jungs gewettet, dass ich einen Fisch fangen kann. Diesen einen Fisch. Okay, einen Fisch wäre auch eine komische Wette. Ich könnte es auch, aber es wird wehtun. Er kann einem die Rute aus den Händen reißen oder einen Angler direkt ins Wasser ziehen. Ohne einen deiner Tränke werde ich es nicht schaffen. Was für eine Art Trank brauchst du genau? Zum Beispiel einen Trank, der mich stärker macht. Dann kriege ich die Fische auf jeden Fall. Oder vielleicht könnte ich sie mit einer Art einschläfenden Köder füttern. Da kann ich ihm zwei Sachen geben. Also, was haben wir denn hier? Verlangsamung. Also ein Schlaftrunk. Oder ein, was hat er noch gesagt? Ein Stärkungstrunk, dann ein Berserkertrunk. Steht jetzt auch nichts da. Macht ein Berserkertrank einen stärker? Der kostet 5 Zutaten, wovon ich prinzipiell auch mehr habe. Von der Eis oder so viel habe ich gar nicht mehr. Von den Sumpferich eher noch mehr. Der kostet mich 8 Zutaten. Schieferige habe ich inzwischen relativ viel. Aber 4 davon. Von dem habe ich relativ viel, aber trotzdem so viele Zutaten. Probieren wir mal einen Schlaftrunk. Was er dazu sagt. Ich finde, er gut ist perfekt, will aber wir natürlich nichts zahlen. Ich habe ihn gefunden, den Banditen, der meine Kumpels getötet hat. Er ist riesig und von Kopf bis Fuß in eine Rüstung gehüllt, die kein Schwert durchdringen kann. Aber ich brauche kein Schwert. Ich werde einen Pfeil in Gift tauchen und ihn direkt durch sein Visier schießen. Sein Tod wird langsam und schmerzhaft sein. Okay, okay. Aber es ist ein Bandit. Hat er gesagt, es ist ein Bandit. Der würde mich ja nicht anlügen. Starker Vergiftungstrank. Den haben wir so gebraut mit der Wurzel. Haben wir noch 4 Stück von der Lava-Wurz. Okay. Was ich für Rezepte brauche. Oh, schöne Flasche. 46. Du bist ja gleich. So viel sind deine Kumpels dir also wert, ja? Pff. Frechheit. Ich soll einen Zaubertrank, der eine bessere Apfelernte sorgt, brauen. Ja, da haben wir doch was. Da haben wir doch hier diesen starken, schneller Wachstum, Heilungstrank mit, oh. Wie viel bezahlt die? Ach, diesen. Da muss ich wohl noch den Apfel-Effekt finden. Was will die denn von mir, ehrlich gesagt? Das ist doch Käse. Das weiß sie doch selber auch. Das ist doch jetzt ein Wachstumstrank. Was soll denn sonst ihrer Apfelernte helfen? Was denkt die sich denn? Zaubertrank, der für eine bessere Apfelernte sorgt. Ein Regentrank? Also ich weiß nicht, was die will. Was ist eigentlich, hätte ich schon mal überlegt, ne? Wenn ich den Tag beende, ohne dass ich die jetzt... Kriege ich dann auch Minuspunkte? Das testen wir einfach mal aus. Es kommen, glaube ich, eh noch Leute, aber ich einfach mal für die ist halt eh da. Ich gehe einfach schlafen. So, die hätte halt da stehen. Mal gucken, was passiert. 27 und 58. Ah, okay. So viel dazu. Dann, sag ich mal. Kräuter brauche ich.
Warum verkaufst du immer unterschiedliche Kräuter? Ich sammle nicht jeden Tag dieselben Kräuter. Ich kenne viele gute Stellen, aber sie liegen weit auseinander. Ich muss mir etwas Zeit lassen, damit eine neue Ernte heranwachsen kann. Ja, das ergibt Sinn. Oh, 4,8. Das ist billig. Davon kaufe ich auf jeden Fall mindestens 20 oder so. Das ist schon... Kann man wieder mal gebrauchen. Das heißt, ich kaufe dir den ganzen fucking Vorrat ab. Da kann ich nämlich auch für andere Sachen verwenden. Muss ich mal gucken, wenn ich halt nochmal fürs Erkunden oder kann ich ein paar Tränke anders brauen, wenn mir da die Zutaten ausgehen. Das kann immer wieder mal passieren. Dann ist das vielleicht nicht der effizienteste Weg, aber hey. Die kosten halt nur ein Fünfer. Das gönne ich mir. Das war aber ein ordentlicher Kauf. Da sollte sie aber jetzt mal zufrieden sein. Du schon wieder. Schon wieder auf der wilden Jagd. Die Bewohner eines nahegelegenen Dorfes haben mich gebeten, mich um die Ghule zu kümmern, die sie terrorisiert haben. Anscheinend haben sie ein Nest irgendwo in der Nähe des Dorfes. Um es zu zerstören, brauche ich eine Bombe oder zumindest etwas Brennbares. Kannst du selbst keine Tränke herstellen? Ich kann natürlich welche herstellen, aber es ist am besten, diese Angelegenheit einem Profi zu überlassen. Das hast du natürlich auch recht. Verbringst du deine freie Zeit lieber bei den Damen oder beim Würfelspiel? Was mit Karten? So nicht mehr. Na gut. Was will der? Brennen oder Explosion? Explosion ist schon der bessere Trank an der Stelle. Kostet ein bisschen mehr Zutaten, aber hoffentlich... Ja. Auch gut, auch eine richtig schöne Flasche, muss ich mal sagen. Das ist, passt perfekt für einen Explosionstrank. 112, ja. Der alte Geizkragen. Hallo, heute werden die Stadtwachen ein paar Banditen auflauern. Ich brauche einen Explosionstrank. Da hast du gerade wohl aufgepasst. Bei dem Kollegen, der vor dir da war. Eigentlich schade, dass man, das fehlt noch so ein bisschen, dass sich mehr so vielleicht entweder Storylines mit den NPCs ergeben oder man, dass sich irgendwie so ein bisschen individuelle Kundenbeziehungen, also man könnte es noch mehr geben und dann, der bezahlt tatsächlich das Gleiche jetzt oder will das Gleiche bezahlen. Da gibt es ja keinen Unterschied, dass man irgendwie mit manchen dann ein gutes Verhältnis hat und die schon kennt. Und manche bezahlen mehr, manche weniger. So in die Richtung, das finde ich eigentlich ganz cool. Wenn dieser Aspekt, der soziale Aspekt, dass Alchemisten da immer noch eine Rolle spielen würde. Das wäre irgendwie ganz cool. Ich brauche einen Schlafdruck für meinen Mann. Er muss heute Nacht richtig tief schlafen. Ich möchte nicht, dass er meinen Liebhaber und mich dabei erwischt, wie wir mit all dem Geld und den Wertsachen auf einmal Wiedersehen verschwinden. Ich glaube, das würde ihn wirklich aufregen. Warum erzählen die eigentlich auch, also wenn die mir erzählen würde, wie der Mann schnarcht, ich brauche einen Schlaftrunk. Ja, oder der hat seit 2 Wochen nicht mehr durchgepennt, auf dem Feld zu nichts zu gebrauchen. Warum erzählen die mir denn? Aber das kann ich noch verantworten. Mit all dem Geld, hoffentlich zahlst du. Mit all dem Geld, aber. Was bezahlen wollen sie alle nicht? Alle geizig, das glaubst du kaum. Ich soll mich um ein Monster kümmern. Was ist mit dem anderen Typen, der hier gerade war? Der, naja, anscheinend hat andere Sachen zu tun. Es heißt, es sei unsichtbar. Aha, ja gut, den Trank haben wir, glaube ich, noch nicht fertig, oder? Das ist ja hier. Hier, der Trank ist das. Magisches Sehen oder wie der genau hieß. Okay, was haben wir denn viel? Das hilft mir dabei gar nicht. Das hilft mir vielleicht. Das hilft mir auch nicht. Wasserblüte. Hexenpilz, ja. Mit dem Hexenpilz könnte ich da ganz gut drüber fahren. Hexenpilz, dann mit...
Der Wasserblüte da durch und dann nochmal ein Hexenpilz, so ein Hexenpilz, zweimal Wasserblüte, zwei Hexenpilz, zwei Wasserblüte, so in der Richtung. Machen wir das erstmal. Okay. Komme ich mit zwei Wasserblüten da schon? Eine Wasserblüte komme ich bis dahin. Ich habe den Finger drauf, damit ich das. Und das ist nochmal so. Das reicht nicht aus, glaube ich. Die Entfernung ist ziemlich die gleiche. Obwohl, es könnte ganz gut, ganz knapp klappen, ehrlich gesagt. Probieren wir es einfach mal. Es könnte ganz knapp hinkommen. Na. Okay, da habe ich mich irgendwie komplett verguckt. Okay, kann ich hinkommen. Der macht auch ein bisschen viel die Schlingpflanze, wann die mal sinnvoll sein soll. Ich weiß ja auch nicht. Ich glaube, wir nutzen mal die volle Kraft der Wasserblüte. Ah, fuck, das überlebt. Das überlebt der Trank nicht. Scheiße. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich da durchkomme, aber das sieht in der Tat mal gar nicht gut aus. Ich könnte einen Frostsaphir, aber halt. Der Schattenpfeffer, den könnte funktionieren. Mache ich wahrscheinlich auch, bevor ich halt die anderen Zutaten, die ich jetzt schon reingesteckt habe, in den Müll werfe. Das Rezept speichern wir nicht, da gibt es einen besseren Weg. Ja, schade, habe ich mich ganz schön vertan. Schattenpfefferling, da hilft ja nichts. Wie ist. Das müsste aber hinkommen. Oder oben? Oh, ich will eigentlich. Ja, doch, da kann ich ja nochmal. Aber ich kann ja auch. Ich bin ja auch doof. Das vergesse ich immer wieder. Ich kann ja auch schon vorher. Das hätte nicht gereicht, aber ich kann natürlich auch vorher schon verdünnen. Okay. Das hat jetzt sogar geschadet. Scheiße. Ich dachte, wir fahren irgendwie weiter nach unten. hätte ich nicht gerührt, hätte es vielleicht sogar geklappt. Oh Gott, die schönen Zutaten. Ja, da muss ich oben rumfahren. Okay. Frustrierend. Das war für die Katz der Trunk. Ich hatte nicht mal eine Katze. Blüten einfach wahrscheinlich. Da fehlt noch was Alternatives. Eisfrucht hatte ich ein paar gekauft, aber haben wir auch verbraucht. Donnerdiste, okay. Könnte auch dafür funktionieren. Donnerdiste landet auch ein bisschen rechts. Hexenpilz hilft schon auch nochmal. Was bringt einfach einen Effekt mitzunehmen? Schadet es, also schadet dem Trank vielleicht nicht. Aber bringt es dem Trank was? Egal. So, was machen wir als nächstes dann? Den Koboldpilz mit der Wasserblüte verbinden. Und auch den grünen Pilz haben wir ein paar Optionen. Und auch den Sumpferich. Guck mal, vielleicht was am besten passt. Das
So. Hm. Besser. Auch möglich, wenn ich einfach den grünen Pilz. Es wird ziemlich knapp, ehrlich gesagt, dass ein Dreier-Effekt wird. Ach komm. Das Problem ist, dass der Zeug unten ist. Das bringt mir jetzt auch gar nicht so viel zu verdünnen. Ein bisschen. Weil ein bisschen nach oben. Na, na. Der fährt eher nach rechts als nach oben. Ja, das muss reichen. Das muss reichen. So einen Quatsch speichern wir auch nicht. Ich hab nicht! Das ist frustrierend. Mit was habe ich den Trank gemacht eben? Mit zwei Wasserblüten, ein... So ein Scheiß. So ein Scheiß. Also echt, so... Jetzt mal die Distel an der Stelle. Ich dachte, den anderen Trank, was habe ich noch genommen am Ende? Den grünen Pilz. Wo ist denn der grüne Pilz? Da. Um nach unten zu fahren, okay. Jetzt nehme ich meine Distel, weil ich ein bisschen. Vielleicht kriege ich dann wenigstens den Dreier-Trank hin. Ich werde jetzt nicht den Mana-Effekt mitnehmen können. Das war mal sehr unerfolgreich. Puh, da muss ich aufpassen. So, der landet mich bei dem Buch. Und der grüne Pilz. Noch ein kleines bisschen. Ob die es gut gebraut haben. Uff, vielleicht wird es dann doch ein bisschen. Uff, scheiße. Okay.
Jetzt vorsichtig noch nachgießen. Okay. Diesmal nicht vergessen, es aufzukochen. Starker magischer Sichttrank. Was man verbraucht. Speichern wir den Käse. Starker Säuretrank. Ist einigermaßen leicht, den zu brauen. So. Habe ich mal Minus gemacht. Das hat sich nicht gelohnt. Und der Tag ist vorbei. Es ist auch besser, wenn ich mal hier Feierabend mache und ins Bett gehe, weil da war ja, weiß ja nicht. Aber ich müsste mir einen Teil für die Alchemiemaschine leisten können, wenn ihr mal wieder vorbeiguckt. Das ist ja eigentlich das Ziel. Ich habe sogar noch hier Praxis der Alchemie. Vielleicht sogar vor dem Tagesanbruch machen sollen, damit die, wenn die Karte generiert wird, das erscheint. Weil der Garten war immerhin relativ voll. Das ist schön. Das ist schön. Du, hey. Zeig mir deine Ware. 320, hm, ganz sicher. Donnerdistel. Die ist gar nicht schlecht gewesen. Die hat mir schon geholfen, kostet noch ein Stück. So, dann können wir ein bisschen runterhandeln. Zahlen. 142 ist nämlich okay. Genau, dass ich noch mindestens 1600 habe. Falls jetzt schon als nächstes auftaucht, weiß man ja nicht. Ja, ist ja nicht okay. Noch ein bisschen Chance, Geld zu verdienen. Das Vieh in unserem Dorf ist krank. Ein Nachbar hat schon eine Ziege verloren, ein anderer ein Schaf. Jetzt ist auch noch eine Kuh krank geworden. Hast du etwas, um meinem geliebten Rindvieh zu helfen, damit es sich besser fühlt? Sie tut mir leid und der Hof braucht Milch. Den können wir ganz effizient brauen. Gibt zwar nicht viel Geld, aber immer ein bisschen Beliebtheit und so. Da sind wir auch auf dem Weg. 50 brauchen wir fürs nächste Level. Die Füchse machen sich an meine Hühner ran. Das geht natürlich gar nicht. Da brauchst du einen Giftköder. Das ist absolut richtig. Das sehe ich mal genauso wie du. Den Giftköder habe ich hier. Ein Vergiftungstrank, bitte sehr. Wenn die mal von alleine vernünftige Preise zahlen würden, dass die nicht immer noch kaputt feilschen muss die ganze Zeit, bin ich ja nicht so scharf drauf. Aber wenn ich das gar nicht machen würde, könnte ich mir alles ja nicht leisten. Grüße, Madame Twerks. Okay. Die das erfunden ist. Die Betreiberin des örtlichen Modells, ja kein Wunder, dass sie so heißt, kam zu mir und bat mich, ein spezielles Bier für ihr Etablissement zu entwickeln, das ihren Kunden hilft, sich befreit zu fühlen und ihre innere Bestie zu entfesseln. Hehe. Ich habe das Bier, aber ich weiß nicht über innere Bestien. So ein, wollen die zum Berserker werden oder was da? Das doch. Was hatten die? Das brauchst du nicht. Innere Bestie. Was will denn der von mir?
Was denn für eine innere Bestie? Gibt es in der Stadt ein Modell? Sagt mir jetzt erst einer. Ja, und es ist nicht übel. Die Mädchen sind umwerfend und auch... eigentlich habe ich vergessen, was sonst noch. Mein Freund hat mir alles darüber erzählt, ja. Knaller. So, innere Bestie. Ich muss vielleicht demnächst nochmal weiter erkunden, aber es kostet ja auch viel. Ich muss dich wohl wegschicken mit deiner inneren Bestie. Ich weiß nicht, was du willst. Innere Bestie. Vielleicht ein Hüpftrank. Oh, probieren wir es halt. Hüpf, hüpf. Ja, dann geh halt. Gestern gab es vor der Stadt ein heftiges Scharmützel zwischen den Wachen und den Banditen. Es gab viele Verwundete und wir Heide haben uns die ganze Nacht um sie gekümmert. Wir haben es geschafft, alle zu retten, aber eine Menge Energie verbraucht. Also habe ich nach etwas gesucht, um meine magischen Kräfte wiederherzustellen. Ja, das verstehe ich gut. Zum Glück habe ich hier schon einen... Ja, muss jetzt reichen, muss die los. Hier, Schnauze. Ich werde nicht viel zahlen. Hier so auf die Waage schielt, dass ich da keinen Quatsch mache. Den Finger drauf lege. Was heißt das? So. Du, brauchst du irgendwelche Pilze? Warum wachsen Pilze auf deinem Hut? Das war die richtige Frage. Hübsch, was? Das sind besondere Pilze. Menschen können sie nicht riechen, aber wilde Tiere fürchten ihren Duft. Als ich jung war, habe ich diese Pilze gegessen, bevor ich in den Wald ging. Aber dann habe ich gemerkt, dass sie auf meinem Hut wachsen lassen kann. Auf meinem Hut wachsen. Der grüne Pilz ist ganz gut. Davon gönne ich mir noch mal ein paar, aber auch nicht zu viele. Pilze sind auch mal schon ziemlich teuer. 5 Pilze müssen reichen. Ich verdiene kaum Geld dazu, wenn ich jetzt auch dann so teuer da seine Pilze kaufen muss. 20 pro Stück ist okay. Ein Unsichtbarkeitstrank braucht will der. Das ist eh ein komischer Hampelmann. Und ich habe auch gar kein... Also Unsichtbarkeit wäre wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich. Möchte ich noch was erforschen. Habe ich denn genug? Davon haben wir 57, geht es nach unten. 24, das geht einigermaßen. Okay, also wir haben ein bisschen was. Und 14, wir haben 14 Wasserblüten, 7 Hexenpilze. 3 Eisfrüchte. Man müsste halt irgendwie hier dann so durch. Schwierig, sag ich mal. Oder hier lang und hier durch. Auch nicht viel einfacher. Du weißt was, das machen wir jetzt nochmal. Wir erkunden hier mal ein bisschen was. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Fange ich, glaube ich, mit dem Pilz an. Die Pilze auch immer ganz schön teuer sind. Ich habe auch nicht mehr viele. Wo ist denn der, den ich eigentlich meine? Ach, der Hexenpilzer ist er. Da machen wir nochmal ein bisschen was für die Wissenschaft. Aber auch für den komischen, shady Typen. Ja, das eigentlich... Hoffentlich... Der bezahlt aber auch nicht mal so gut. Ne? Der hat ja immer seine komischen Pläne und seine offensichtlich illegalen Geschichten. Manchmal helfe ich ihm meistens eher nicht. Und dann tut er immer rum. Aber es ist auch nicht so, dass er fett bezahlen würde. Dass das jetzt dann so hilfreich wäre oder so. Ist das schon ein Plan? Okay. Nehme ich jetzt nochmal einen Pilz? Ist eigentlich... Falsche Frage. Können wir eigentlich immer mit Ja beantworten. Dann werde ich erst die Dollardiste mal schauen. Oder erst den Pilz. Der fährt so ein bisschen nach rechts und dann nach oben. Ich glaube, erst, dann nehme ich, glaube ich, mehr mit. So. So, machen wir das mal mit den beiden Pilzen. Fahren wir da mal schön hin. Komm, nimm das Buch mit, immerhin. Okay. Reicht, glaube ich, die Windblüte. Und dann müssen wir ein bisschen nach rechts fahren mit der Wasserblüte und dann darunter. Okay, machen wir der Reihe nach.
Guck mal, was da ist. Nicht so weit an die Knochen fahren. Ist da ein Fragezeichen? Das ist ein Fragezeichen. Dann fahre ich erstmal dahin. Okay. Da muss ich auch mit der Wasserblüte rüberfahren. Die Sachen fressen sich da sonst komplett. Ganz schön teuer. Aber immerhin entdecken wir jetzt mal wieder was. Ich muss da schon genau in die Mitte eigentlich zwischen die beiden. Ja, so. Das geht doch alles nicht. Nee, nee, nee. Immerhin wieder was entdeckt, so. Das sieht auch perfekt aus. Dann gucken wir uns das mal an. Selbst mit Verdünnung wird das nicht hinkommen. Aber es könnte, das klappt wahrscheinlich, könnte knapp werden. Bisschen Glück reicht es gerade aus. Ach, kommt noch ein bisschen. Ach komm. Na, das wird nicht. Gieß mal ganz bisschen noch ein. Nee, nee, nee. Naja, besser als nichts. Was kriegen wir? Unsichtbarkeit. Haben wir den richtigen Trank gefunden? Ich hätte ein bisschen weiter nach links noch kosten. Okay, das kriegen wir noch mal besser hin. Den speichere ich mir jetzt mal nicht. Ich habe eh keine Rezeptseite frei und es war halt eh nicht perfekt, so ein Zweiertrank. Okay. So, mal gucken, was der jetzt so bezahlt dafür. 100, immerhin, muss man sagen. Das ist nicht. Noch nicht so wirklich super. Zwar recht aufwendig schon. Aber wir holen mit Falschner schon mehr als 200 raus. Und dann geht das insgesamt schon. Unser Dorf bereitet sich auf ein Fest vor. Es wird getanzt, gefeiert, es wird Berge von Essen geben. Wir wollen überall in der Stadt Laternen aufhängen, die mehrere Tage lang brennen. Ja, da haben wir doch das Richtige für dich. Explosionstrank. Den habe ich nicht mehr. Den habe ich nicht mehr. Der Augenblick. Der Herr. Okay, was haben wir denn? Was haben wir denn noch viel? So. Tja, das ist falsch. Vielleicht nehmen wir einfach das Schwefelregal. Da habe ich auch relativ viel von. Gucken wir mal, wie wir mit dem Schwefelregal hinkommen. Ich sammle leider nicht viele Bücher ein. Das wäre noch was. Das sieht doch hervorragend aus. Mit dem Schwefelregal kommen wir da gut hin. Noch ein bisschen verdünnen und dann passt das. Na, guck, und auch das noch so. Okay. So, nichts. Passt nicht ganz, also noch ein bisschen Spielraum. Ja, siehste. Das brauchen wir nicht speichern, den kann man ja nur selber brauen. Bitte sehr. Ja, ist aber auch, ist ja kein aufwendiger Trank.
Muss man ja auch mal sagen. Da ist der Preis eigentlich okay. Im Vergleich zu dem Heiltrank, wo die nur 37 bezahlen wollen, ist das mal echt okay. Was kommt dann für ein Punk? Du bist Abenteurer. Ich bin vor kurzem auf ein paar alte Katakomben gestoßen. Ich glaube, dass in den Tiefen dieser Katakomben große Schätze verborgen sind. Woher ich das weiß, weil ein Eisengolem den Weg blockiert. Das Problem ist, dass kein Feuer, Gift oder Frost ihn zur Fall bringen kann. Ich brauche etwas anderes. Ein Eisengolem. Dann einfach mit Blitz und Donner dabei gehen, oder was? Habe ich nicht gespeichert, denn... Säure, Eisen, Säure, besser als Blitz, oder? Wenn das Eisen würde Blitz auch leiten. Säure, probieren wir mal Säure. Gucken, was er dazu sagt. Ja, der Tranksberg und 200 Tackmüller zahlen. Perfekt. Zahl 67. Vor kurzem ist es mir gelungen, eine Truhe in die Finger zu kriegen, aber sie hat ein sehr kompliziertes Schloss, das ich nicht öffnen kann. Die Truhe ist selbst so massiv, dass selbst ein Vorschlaghammer ihr nichts anhaben kann. Ja, da auch Säure, oder? Einfach hier das Schloss aufsäuren. Nein. Ist aber auch tatsächlich das Beste. Explosionen ginge theoretisch auch noch. Da wird aber die... ein bisschen faul. Explosionstrank kann ich einfach so machen. Wo ist denn die Säure? Da hinten. Und wir haben ganz gute Sachen. Wir haben ohne Ende Terraria. Feuerglöckchen haben wir nicht viel. Pilz. Ne? Das ist schon schmerzhaft. Probieren wir die Explosion, weil das... Dann habe ich genug Zeug. Mal schauen, was er dazu sagt. Der Trank ist perfekt. Ja, dann will ich ja nichts gesagt haben. Wahrscheinlich wäre Säure dann nicht mal das Richtige gewesen. Noch gemeckert. Der Tag geht vorbei. Ich will doch den... Wo ist denn der Alchemie-Heini? Oh, der ist... Das ist vielleicht schlecht für die Reputation. Warum das denn? Was habe ich jetzt hier gerade gemacht? Ah, stopp. Unsichtbarkeitstrank. Das ist sogar 5 Stufen. Ich muss das Stufe 3 fähig bekommen. Ich repariere die Alchemie-Maschine. Das habe ich vor. Schutzzaubertrank. Das wird irgendwo da unten bei der Steinhaut sein. Wo war das denn nochmal? Hier Stein, Schutz. Vielleicht dann hier in die Richtung. Okay. Aber erstmal ins Bett. Oh, wir sammeln noch ganz gut Geld. So, schau mal. Ich möchte jetzt Alchemie-Teile, Maschinenteile kaufen. Na, bisschen schwach der Garten. Das war jetzt mal besser. Müsste wirklich, das wollen sie ja, Möglichkeiten geben, dass man den Garten ein bisschen upgradet und vielleicht auch steuern kann, was da wächst, weil das so ein bisschen... Genau auf dich habe ich gewartet. Tolle Neuigkeiten, mein Experiment war erfolgreich. Ich war endlich in der Lage, Salz der Leere zu erschaffen. Salz der Leere, sehr nützlich, wenn man Tränke braucht. Aber du wirst die Alchemie-Maschine benutzen müssen, um sie herzustellen. Also ist der Prozess nicht gerade einfach. Wenn du für eine Herausforderung bereit bist, bin ich bereit, das Rezept mit dir zu teilen. Von Kollege zu Kollege. Für einen symbolischen Preis möchte ich hinzufügen. Bin ich auf den symbolischen Preis gespannt. 3200, na sicher. Das ist doch ein ganz toller Preis. Alchemie-Maschine. Eine brandneue Alchemie-Maschine, die kaputt in deinem Keller... Achso, so ist er komplett... Ich dachte, da muss ich jetzt irgendwie einzelne Teile kaufen. Das muss ich dann reparieren. Okay. Also das Salz der Leere kann ich mir noch nicht gönnen. Das Salz der Leere löscht allmählich den Pfad aus, den du errichtet hast, wisst? Ach, wieder zurückgehen. Okay, klingt interessant. Zwei Seiten gönne ich mir mal noch. Weißt du was? 3 Seiten. Was soll der Geiz? So. 4 Seiten. Und dann feilschen wir jetzt mal ordentlich.
1500 aber noch, ja. Und aufgestiegen, ja, zu Recht. Achso, es wird automatisch auch unten gleich installiert. Guck einer an. Guck, da gucken wir gleich mal rein. Meine Alchemie-Maschine. Da gucken wir gleich nochmal. Ja gut, ja gut. Ich würde sagen, das ist doch mal ein guter Zeitpunkt, um eine Pause zu machen. Sichtbarkeitsradius. Was ist das jetzt hier? 5% mehr. Das sind mal 5%. Ich weiß nicht, ob dann die Grundpreise das Wichtigere sind. Mehr Moneten brauche ich. Ja, cool. Das ist auch immer ein guter Zeitpunkt. Da haben wir jetzt ein bisschen was erreicht. Genau das, was ich mir für die Folge vorgenommen hatte. Dass wir die Alchemie-Maschine reparieren. Haben sogar noch 800 Gold übrig. Das läuft doch einigermaßen. Dann würde ich sagen, machen wir eine Pause. In der nächsten Folge werde ich mal schauen, was ich mit der Alchemie-Maschine machen kann, weil da... Da kann man ja dann irgendwie mit Tränken und so epische Rezepte, genau, epische Rezepte heißt das hier, legendäre Rezepte machen. Nämlich dann hier und dann mit Heiltrank, man muss ja praktisch die ganzen Tränke brauen und dann kriegt man irgendwie was Neues, dann kann man eben Reagenz, also Nikredo machen und dann macht man damit immer neue Sachen und so. Und dann brauche ich dann noch, das Salz leere muss ich dann kaufen, also man braucht Geld und das. Das sieht doch mal alles ganz interessant aus. Aber, wie das genau funktioniert, schaue ich mir in der nächsten Folge an, mit der Alchemie-Maschine. Das war eine gute Folge. Also, wir sehen uns dann, wenn es weitergeht mit Potioncraft. Bis dann, ciao.